Vom Mythos zum Logos ist ein sehr schönes Thema. Es ist ein europäisches Thema, weil es eigentlich in der griechischen Antike und auch im Judentum, im Vorderen Orient, gelungen ist, aus dem Mythos auszusteigen. Aber was ist der Mythos und was ist der Ausstieg? Also wir haben jetzt ein Gegensatzpaar, großartig. Also da kann man ganz viel vertiefen. Ich glaube, wir gehen mal auf ein zentrales Moment zu und das leuchtet auch sehr schnell ein. Wir gehen von der Wortbedeutung, weil sie ganz viel erschließt. Im Wort Mythos haben wir die Vorsilbe MY. Die kommt noch einmal in einem Verbum im Griechischen, das heißt myein, heißt schließen und mytestai heißt öffnen. Myein kann auch heißen schweigen, also den Mund schließen, und mytestai kann auch heißen reden. Also von mytestai kommt dann eigentlich der Mythos. Aber in dieser Silbe my, die kommt noch in der Mystik vor, ist ganz erstaunlicherweise eine Doppelung, also öffnen, schließen oder schweigen, reden. Wenn wir das mal als Zugang nehmen, dann ist der Mythos eine Erzählung über die Welt, ihren Lauf, ihren Sinn, ihr Verhältnis zur Götterwelt, das Verhältnis des Menschen zu den Göttern, in dem gesagt wird, wie sich so diese Grundvollzüge des Daseins verhalten. Es hat aber insofern eine Doppeldeutigkeit, als diese Grundvollzüge gleichzeitig immer wieder angefragt werden. Sie können auch zerstört werden und müssen dann auch wieder aufgerichtet werden. Also im Mythos findet eine Welterklärung statt, die nicht einen einfachen Faden spinnt, sondern sie hat auch gleichzeitig eine gewisse Gegenläufigkeit. Ich mache das mal gleich fest. Wir nehmen einmal den Mythos von Ödipus. Ist einer der ganz bekannten, ist allerdings schon einer der späten. Man sieht daran, dass da schon auch eine kritische Reflexion stattfindet. Ödipus ist der Mensch schlechthin. Im Mythos haben wir also keine Einzelfiguren, obwohl sie jetzt schon Namen haben, aber sie sind typologisch. Sie sind, im Grunde genommen stehen sie für den Menschen schlechthin. Ödipus hat nun von den Göttern, das ist jetzt beginnt der Faden der Geschichte, wie jeder Mensch einen Spruch erhalten, nachdem er zu leben hat. Der Spruch heißt Ate und ist ein Götterspruch und der heißt, der prägt dein ganzes Leben. Es gibt sowas wie ein Motto, das über meinem Leben steht und das haben die Götter in diesem Sinne sogar schon verhängt. Da ist auch etwas Dunkles drin. Und jetzt beginnt der Mythos so zu erzählen, wie läuft der Lebensweg eines Menschen ab, der in diesem Halbdunkel auch beginnt und im Halbdunkel weitergeht. Der Spruch, der über Ödipus hängt, ist uns bekannt. Er muss seinen Vater erschlagen und seine Mutter heiraten. Wir sind jetzt schon an einer Stelle, an der sich Gegenwehr bei ihm regt, denn er wird jetzt beginnen, dem Verhängnis auszuweichen. Er läuft unter allen Umständen weg, er ist 17 Jahre alt. Und der erste Mann, der ihn daran hindern will, der wird einfach erschlagen, aus dem Weg geräumt. Ja, wer ist es? Natürlich ist es jetzt sein Vater, den er nicht kennt. Er wurde aufgezogen bei einem anderen Mann. Er kommt in ein Land, noch ganz völlig unbelastet, er weiß gar nicht, was er getan hat. Die Königin ist in Gefahr, selbstverständlich paukt er sie raus und selbstverständlich heiratet sie ihn. Wer ist sie? Seine Mutter. Er zeugt übrigens 4 Kinder mit ihr. Also ein völlig mit Unheil geschwängertes Geschlecht. Iphigenie gehört noch dazu. Aber Ödipus, und das ist jetzt, was der Mythos kann. Der Mythos zeigt also einen Ansatz, der zunächst einmal außerhalb des Menschen liegt, der aber vom Menschen durchgestanden werden muss. Und jetzt das ganz Wichtige, jetzt kommt das Gegenläufige, dass der Mensch in diesem Mythos auch schuldig wird und in dieser Schuld auch abgestraft werden muss, obwohl er letzten Endes dafür gar nicht mehr verantwortlich ist. Wir sind also in einer Form von vorpersonaler Schuldhaftigkeit, ganz erstaunlich. Eine gar nicht willentliche Belastetheit. Der Mythos kennt also dieses Dunkel des menschlichen Lebens und dreht es jetzt insofern um, und damit kommt jetzt auch eine Gegenbewegung herein. Als Ödipus sich dann selber blendet, der war immer schon blind, jetzt macht er sich auch noch blind, und also aus Buße. Und auf lange Sicht wird das Geschlecht auch des Ödipus letzten Endes wieder entzühnt, wieder durch einen Götterspruch. Wir haben im Mythos also eine Urerzählung von Beginn, in gewissem Sinne ein strahlender Beginn, er ist ein Königssohn, aber eine dunkle Geschichte, durch die er durch muss, also bis zur letzten Selbstentehrung im Grunde genommen durch die Blendung. Aber letzten Endes ein Wiedereinmünden in eine Form von Rechtfertigung. Jedenfalls an seinen Kindeskindern wird das Schicksal dann nicht mehr vollzogen.
Jetzt kann man sagen, das ist eine schöne Bewegung, also sie erklärt viel an unserer Verworrenheit und so fort. Es ist sofort eindeutig, was an diesem Mythos ausfällt, nämlich die Frage des Verhältnisses, wie stehen denn die Götter zu einem Menschen, den sie derart abstrafen? Das heißt, was eigentlich erklärt werden soll, wie Schuld zustande kommt, wird hier von einer Instanz vollzogen, die damit selber in Anklage kommt und diese Anklage eigentlich überhaupt nicht beantwortet werden kann. Wieso wird ein Mensch gezwungen, in Schuld zu fallen? Also der Inhalt vieler Mythen ist dieses unfreiwillig, eigentlich sogar unwillentlich, sogar eigentlich von dem ganzen Willen her abgelehnte Abdriften in ein Verhängnis, das man nicht nur nicht will, mit dem man sich zu wehren sucht. Ich könnte vielleicht noch ein naheliegenderes Beispiel aus unserer Kulturwelt sagen, also aus der irischen, nordirischen Erzählung. Lancelot und Ginevra, das klassische Ehebrecherpaar. Ja? Es wird Lancelot in gewissem Sinne auch vorhergesagt, allerdings jetzt nicht mehr in dem ganz dunklen Verhängnis, es ist schon ein etwas späterer Mythos. Er wehrt sich eigentlich mit allen Kräften. Er will auch Ginevra nicht sehen. Er will sie auch nicht begehren. Er weiß, dass es nicht gut ist. Ja? Und dieses Gegenwehren, da meldet sich jetzt etwas, was der Mythos nicht zulassen kann, sondern er muss jetzt. Er muss hinein und es geschieht und es ist uferlos und sie liebt ihn und er liebt sie und es ist eine Katastrophe und ja, es ist für alle Seiten schrecklich und natürlich Leidenschaft wogt und so fort. Das heißt, dieses Verknotetsein in ein Schicksal, das man will und nicht will und doch auch wieder nicht herauskommt. In gewissem Sinne die Schwäche des Mythos, dass er keine Verantwortlichkeit persönlich benennt, auch keine Lösung persönlich kennt, sondern ein Durchgehen müssen von Stationen, die vorgeschrieben sind. Das ist so die Grundstruktur. Der Mythos erzählt das Gültige. Und zwar das Gültige, ohne eine Begründung dafür zu geben, sondern so ist es eben und so wird es geschehen. Und Gegenwehr wird nochmal im Mythos entmachtet. An sich ist es ein großartiges Erzählmodell, weil wir damit in die Abenteuer des Menschlichen kommen. Der Mythos erzählt überhaupt nur Abenteuer. Auch die Odyssee ist ein Riesenabenteuer. Die Ilias, die Riesenabenteuer, die die Griechen bei der Eroberung von Troja machen. Und das Schöne am Mythos ist, man kann sich jederzeit einfinden. Also jeder von uns hat irgendeinen Platz in einer solchen Erzählung. Warum aber dann doch der Logos? Ich will noch ein anderes vorsetzen. Im Mythos ist auch eine Doppeldeutigkeit insofern, also gerade wenn Ödipus wegläuft, läuft er in sein Unheil. Als der Perserkönig Griechenland erobern will, schickt er nach Olymp, da sitzt die Pythia unten in der Höhle und murmelt über ihren Zaubertränken, also ihren Düften. Sie wird von Apollo inspiriert und er lässt fragen, ob er den Krieg gewinnt. Und die Pythia gibt die klassische mythische Antwort: Wenn du einen bestimmten Fluss überschreitest, wirst du ein großes Reich erobern. Pardon, Entschuldigung, muss ich mich verbessern. Wenn du einen bestimmten Fluss überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Also führt er selbstverständlich den Krieg und was zerstört er? Sein eigenes Reich. Das ist das, was dieses Mythos, also Mythisteil heißt: Öffnen, schließen. Ich mache was auf und gleichzeitig mache ich was anderes wieder zu. Das heißt, im Mythos gibt es keine Entschiedenheit, sondern es läuft ab, gleichgültig, wie ich meine eigene Position darin stelle. Mit anderen Worten, der Mensch kommt in das Verhängnis, in dem er keine Macht mehr hat, irgendwas zu ändern. Es gibt noch ein zweites Beispiel. Das können wir jetzt sein lassen. Okay. Der Logos ist demgegenüber genau die Klärung. Wer ist zuständig? Wer hat etwas getan? Gibt es ein Kausalgefüge? Gibt es eine Ursache, aus der ich eine bestimmte Wirkung arbeiten kann? Kann ich vorhersehen, was kommt? Kann ich meinen Willen einbringen? Kann ich etwas klären? Das heißt, der Logos geht jetzt in eine Form der Übernahme von Zuständigkeit, übrigens auch von Macht und auch Durchsetzung zum Teil gegen die Götter. Das heißt, es ist in gewissem Sinne eine Ermächtigung des Menschen zu seinem eigenen Urteil. Das machen wir jetzt mal deutlicher. Das Wort Logos kommt wiederum im Griechischen aus der Bauern- und Fischersprache. Eigentlich ist Logos ein Netz, ein Fischernetz, mit dem man Fische aus dem Meer zieht. Von der Maschengröße hängt die Größe der Fische ab. Die kleinen flitzen durch, die großen bleiben hängen. Das heißt, der Logos hat schon eine Struktur, in der ich nicht alles mitnehme, sondern ganz bestimmte Dinge will. Ich muss das Netz so machen, dass ich bestimmte Dinge fange und andere sind mir gleichgültig.
Also schon von der Netzstruktur her habe ich einen ganz anderen Zugriff. Es kommt mir nicht irgendwas ins Netz, sondern das, was ich will. Wir haben ja heute noch im Wort lesen, also legen heißt deutsch übersetzt auch lesen, das noch in der Weinlese, wo wir die guten von den schlechten Trauben lesen. Lesen übrigens im Grundvollzug ist natürlich auch ein Zusammensetzen von sinnvollen Buchstaben zu sinnvollen Wörtern. Im Logos geschieht jetzt genau Ordnen. Eine Ordnung der Welt, und zwar eben nicht mehr unter Götterspruch und auch nicht mehr in der widersprüchlichen Weise, auf der einen Seite schuldig, auf der anderen unschuldig. Die Pythia gibt mir einen Rat, der genau ins Gegenteil abschießt. Im Gegenteil, im Logos gibt es jetzt Eindeutigkeit und das ist der Durchbruch. Die Griechen werden für uns nicht das Muttervolk der Kultur neben den Juden, wenn sie nicht den Schritt in den Logos gemacht hätten. Das heißt, aus dem unbestimmt vorbestimmt apersonalen Dasein, in dem das Schicksal anonym waltet, apropos negativ waltet, vom Menschen überhaupt nicht aufzureißen. Wenn nicht, der Überschritt in den Logos bedeutet hätte, nein, der Mensch ist zuständig für sein Tun, er kann Ursache und Wirkung setzen, er kann die Ordnungen des Daseins erkennen, wir sind wieder beim Erkennen-Moment, wir sind wieder beim Begriff der Wahrheit. Der Mythos hat keine Wahrheit, der hat Gültigkeit. Aber Wahrheit heißt, dass ich eine Sache nun wirklich ins Auge fasse und ihr auch gewachsen sein kann und mich mit ihr auseinandersetze. Insofern ist Philosophie eine Angelegenheit der Ordnung der Welt in ihren Grundstrukturen. Und jetzt wird verteilt. Jetzt ist Schuld nicht mehr einfach nur ein Götterspruch und ich weiß nicht, wie ich reingerate, noch weniger weiß ich, wie ich rausgerate, sondern Schuld ist zurechenbares Versagen. Ich habe Folgendes getan und daraus kommt Folgendes. Und das heißt aber auch, dass ich mit sowas wie Schuld nun in einem Weltbild, in dem der Logos herrscht, gleichzeitig auch einen lösenden Umgang finden kann. Entweder muss ich es selber lösen, übrigens durch Buße, klar. Also jetzt kommt so ein Stichwort wie Gerechtigkeit. Der Mythos kennt in dem Sinne keine Gerechtigkeit. Also wenn Ödipus sich blendet, offenbart er ja nur, was er immer ist. Ja? Er war immer schon blind, jetzt wird er überhaupt gleich blind. Ist die Frage, ob die Götter das überhaupt akzeptieren, als eine Art Abzahlung. Aber in einem Verhältnis der Ordnung, der Zurechenbarkeit, kann ich Buße anbieten, ich kann Schuld bezahlen, ich kann sie abarbeiten, ich kann bestimmte Dinge tun, um sie zu entledigen, um mich ihrer zu entledigen. Es ist ein anderes Verhältnis in der Art und Weise, dass im Logos der Mensch nun Herr seines Schicksals wird. In gewissem Sinne eine Mittestellung einnimmt, eine herrische Mittestellung und auch etwas wie willentliche Zurechenbarkeit bekommt. Ich sage das von meiner eigenen Berufung, also von meinem eigenen Beruf her. Philosophie gedeiht nicht im Mythos. Philosophie ist die Ordnung der Dinge von der Erkenntnis ihrer Zugeordnetheit her. Und dazu muss ich das Netz über die Dinge werfen, das Ordnungsnetz, um sie wirklich in die richtigen Beziehungen zueinander zu bringen. Und das Ordnungsnetz werfe ich auch in die Theologie. Deswegen sind viele Götter sinnlos. Platon hat es gesagt. Platon glaubt noch an viele Götter, aber wenn man genau hinsieht, ist die Vielzahl der Götter eigentlich nur eine Beschreibung des einen, der dahinter steht. Denn die Ordnung der Welt ist unsinnig, wenn wir viele Götter haben, die sich auch gegenseitig wieder widersprechen. Wenn Athene ihren Schützling Odysseus begleitet und Neptun beschert ihm den nächsten Schiffbruch, dann ist nichts gewonnen. Und die vielen Götter sind ja in sich selbst aufhebend. Und so wird das Netz der Ordnung, das jetzt erkannt wird in der Welt, zwingend dazu führen, dass wir auch eine Art Monotheismus annehmen. Mindestens eine Herrschaft über die vielen, wenn nicht die vielen überhaupt nur ein Ausdruck einer einzigen Herrschaft Gottes sind zum Beispiel. Deswegen sind die Griechen schon auch in der Entdeckung des Monotheismus, auch in der Philosophie schon beteiligt. Es läuft nicht nur über die Juden. Und das bedeutet immer wieder, dass auch der Mensch nun in eine Verantwortlichkeit kommt, in eine Individualität auch namentlich wird. Nicht nur irgendein Schicksal hat, das sich an jedem anderen auch wieder wiederholt, sondern jetzt tritt er heraus aus der Anonymität in die Nominität, also in den Namen, in die Verantwortung, in vieler Hinsicht auch in die Freiheit. Ein letztes Beispiel, dann schließen wir das ab.
Sokrates ist ja die Grundfigur für Platon und das ist ja auch der, der mit dem Logos arbeitet, mit Fragen, mit Gegenantworten. Sokrates wird verurteilt, ein vollständig blödsinniges Urteil. Sokrates hat eine interessante Argumentation, warum er sich nicht davon machte, denn er hätte fliehen können. Er sagt, wenn ich jetzt als Lehrer der athenischen Jugend dem Urteil des Staates Athen entgehe, setze ich das ganze Staatswesen in Frage. Ich bezweifle seine Zuständigkeit, unabhängig davon, ob das Urteil gerecht war oder ungerecht, es war nämlich ungerecht, aber ich habe damit einen Zweifel am gesamten Staatswesen angerichtet. Das werde ich nicht tun. Das Urteil ist ungerecht und definitiv beuge ich mich einem ungerechten Urteil und ich muss beides aussprechen. Ungerechtigkeit und trotzdem stehe ich dazu, weil ich darin einen Sinn erkenne, das Staatswesen als solches zu halten. Also auch zu stabilisieren, auch zu bestätigen. Und mein Tod wird etwas sein, was die Gerechtigkeit Athens als Ungerechtigkeit entlarvt. Aber es wird gleichzeitig nicht den Anspruch Athens stürzen, überhaupt als Stadtverfassung weiter gelten zu müssen und zu dürfen. Denn eine geordnete Stadtverfassung gehört genau in diese Ordnung in der Welt, die bestehen müssen. Das heißt, wir haben jetzt die Qualität der Unterscheidungen, auch von Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, zugleich aber auch die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und eine eigene Entscheidung auch in dieses ungerechte Urteil noch einzubringen. Das sind ganz große Haltungen, ganz große Haltungen. Ja, das verdanken wir dem Überschritt in den Logos. Thank you.